Fahrradanhänger für den Transport von Kindern werden immer gefragter. Das Angebot ist vielfältig und die Modelle lassen sich zumeist auch ohne Fahrrad bestens als Buggy oder Jogger verwenden. Hier zwei Produkte kurz vorgestellt. Der Cruiser als Einsitzer zum Preis von rund 450 Euro und das zweisitzige High-End-Modell Thule Chariot CX2 um rund 1200 Euro. Ich habe hier zwei unterschiedliche Modelle. Ein günstiges Basismodell, das schon im Lieferumfang mit allem Zubehör, Jogging-Set, Buggy-Set, Anhängerkupplungen kommt. Und auch das hat selbstverständlich einen Fliegenschutz, ein Fliegenschutzgitter fürs Kind und eine sichere Gurtbefestigung. Das ist ein einsitziger Kinderanhänger. Im Gegensatz dazu, der zweisitzige Kinderanhänger, den wir hier haben, ist ein Modell, das speziell auch für sportliche Aktivitäten geeignet ist. Ein optionales Jogging-Set ist schon montiert. Er ist gefedert über eine Blattfederung, dass das Kind während des Sports nicht so durchgeschüttelt wird. Und auch hier habe ich natürlich einen Fliegenschutz, einen Sonnenschutz und eine Gurtbefestigung für zwei Kinder. So, zum Transport und zum Zerlegen lässt sich das Rad mit einem Handgriff abnehmen. Und hier sehe ich auch die Scheibenbremse, die natürlich speziell bei sportlicher Betätigung und beim Jogging wichtig ist. Und das ist die Blattfeder, wo ich mit wenigen Handgriffen das Gewicht des Kindes einstellen kann, damit die Federung immer optimal abgestimmt ist. Weitere Qualitätsmerkmale sind ergonomische Lenker mit mehreren Griffmöglichkeiten, weiters ausreichend Stauraum für Gepäck und Zubehör sowie leicht zu bedienende Feststellbremsen. Feststellbremse, lösen, jetzt kann ich schieben, Feststellbremse arretieren, fest. Was Qualitätsprodukte überdies auszeichnet, ist auch der einfache Umbau zwischen den verschiedenen Betriebsarten und das unkomplizierte Zusammenfalten der Anhänger. Tipp: Unbedingt im Fachhandel informieren und die Produkte auf die persönlichen Einsatzbedingungen hin testen.